Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video und heute gibt es nach ganz langer Zeit, wieso ist denn mein Planer so dreckig? Ja, ich lasse mich auch überhaupt nicht schnell ablenken. Nach ganz langer Zeit mal wieder ein Wochenflip-Through. Ich habe nachgeguckt, Kalenderwoche 17 war, glaube ich, die letzte, die ich in dem Frühjahrs-Flip-Through euch gezeigt hatte. Und deswegen würde ich sagen, öffnen wir doch direkt mal meinen File of Facts und schauen uns die Kalenderwoche 17 nochmal an. Vielleicht erinnert ihr euch, ist auch schon eine ganze Weile her, das war im April, die Ostermontagswoche. Und ich würde sagen, ich werde jetzt einfach Musik einblenden und nach und nach umblättern, dass ihr ganz entspannt euch die Dekos alle angucken könnt. Das sind nämlich einige. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche eurer Favorit ist. Ihr seht hier oben immer die Kalenderwoche, könnt ihr euch ja eventuell dann merken, wenn ihr sagt, die und die, die ist mir besonders ins Auge gesprungen, dann ja, freue ich mich über Feedback. Und ansonsten werde ich jetzt die Musik starten, wünsche euch viel Spaß mit dem Flip-Through und wir sprechen uns gleich nochmal wieder. Waren sie, die Dekos. Ich blätter noch mal eine Seite zurück, damit ihr was Schöneres zum Anschauen habt, während ich hier noch ein bisschen quassel. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Favoriten sind oder vielleicht auch, welche Dekos ihr irgendwie überhaupt nicht so spektakulär und schön fandet. Ich muss sagen, dass ich im Vergleich zum letzten Jahr dieses Jahr das Gefühl habe, dass ich noch einiges zufriedener mit meinen Dekos bin und dass da eigentlich kaum was bei ist, wo ich sage, nee, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht mehr. Eigentlich bin ich so mit allen Dekos d'accord. Letztes Jahr habe ich ja eine nicht so schöne Phase gehabt, einfach so privat, dass ich eine Zeit lang nicht dekoriert habe, beziehungsweise in einer nicht so schönen Stimmung dekoriert habe und das hat man halt auch gemerkt oder ich sehe das in diesen Dekos natürlich. Und dadurch, dass es mir in diesem Jahr eigentlich sehr gut geht und einiges besser geht, finde ich, spiegelt sich das auch in den Dekos wieder. Und ich muss sagen, dass ich deswegen nicht wirklich sagen kann, oh Gott, diese Deko, die sollte man lieber nicht zeigen oder so. Das ist natürlich für mich sehr schön. Ich hoffe, dass es auch auf euch diese Wirkung hat, dass ihr merkt, dass ich so ein bisschen mit mir im Reinen bin und ja, mich auch nicht zwinge zu dekorieren. Ich glaube, letztes Jahr war es auch so, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, du musst jetzt eine Deko machen, du musst wieder anfangen zu dekorieren und das fiel mir halt sehr schwer und man kommt da ja auf jeden Fall auch wieder rein, aber wenn man nicht in der Stimmung ist, dann
wird das natürlich nicht so, wie man es gerne hätte oder wie es sein könnte, wenn man ja frohen Mutes daran geht. Und das ist dieses Jahr auf jeden Fall anders. Ich will das jetzt auch gar nicht so negativ beenden, dieses Video. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Dekos dieses Jahr. Auch gerade hier dieses Herbstthema, die Herbstdekos, die jetzt in den letzten Wochen kamen. Ich muss sagen, ich als absoluter Sommermensch fühle mich damit sehr, sehr wohl. Fühle mich jetzt auch im Herbst sehr wohl tatsächlich. Aber auch die Sommerdekos mag ich nach wie vor sehr gerne. Auch diese Special-Wochen, wo ich meinen ganz anderen Stil dekoriert habe, das ging ja so ein bisschen Richtung ja, Fies Poetry, Vintage und so weiter. Also das macht mir dann auch sehr viel Spaß und die verschiedenen Sachen auszuprobieren, mit Formen, Farben zu arbeiten, mit keinen Farben zu arbeiten. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist auch eine sehr schöne Deko, finde ich. Da habe ich mich gar nicht getraut, was reinzuschreiben, weil ich die so schön fand. Ja, das ist auf jeden Fall der Flip-Through bis jetzt, Kalenderwoche 40. Das heißt, es wird Ende des Jahres noch einen gesamten Flip-Through durch alle Dekos geben. Ein paar Wochen sind es ja noch, die noch dekoriert werden wollen. Und dann gibt es nochmal so ein gesamtes Video zu allen Dekos in diesem Jahr. Aber ich dachte mir, da der letzte Flip-Through schon so mega lange her ist, kann man dann durchaus nochmal einen Blick in den Planer werfen. Und ich mache das auch gerne, dass ich dann einfach nach einer Zeit mal wieder angucke, was ich da so getrieben habe. Und manchmal ist es auch so, dann gucke ich mir eine Deko an und sehe, ah ja, in die Richtung könntest du mal wieder was machen. Und dann mache ich das zwar mit ganz anderen Farben und Motiven, aber ja, irgendwie dann doch in so eine ähnliche Richtung, wie ich schon mal gemacht habe. Und ja, bevor ich mich jetzt hier völlig verhaspel, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, freue mich über Feedback in den Kommentaren. Und bedanke mich einfach mal, dass ihr so fleißig meine Videos schaut. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Die Views sind zwar mit der Zeit so ein bisschen zurückgegangen. Ich glaube, es ist nicht mehr ganz so angesagt, YouTube-Videos zu gucken, Deko-Videos zu gucken. Ich selber mache es auch immer weniger, weil ich das Gefühl habe, dass es mir so ein bisschen meine Zeit raubt. Also wenn ich selber dekoriere, dann filme ich halt. Da kann ich nicht nebenbei Videos gucken. Und ansonsten lasse ich immer mal Videos natürlich auch nebenbei laufen, aber meistens dann andere YouTube-Videos von YouTubern, Vloggern und so weiter, aber nicht unbedingt zum Thema Planen. Das ist bei mir auch so ein bisschen zurückgegangen. Deswegen vielen Dank, dass ihr mir treu geblieben seid. Auch an alle Neuen natürlich herzlich willkommen. Ja, und jetzt beende ich das Video auch wirklich. Lasst mir den Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Kommentar da mit der Lieblingsdeko. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Lass ein Abo da, das wirst du nicht bereuen. Daumen hoch für den Jingle und bis zum nächsten Mal. Tschüss.